Ich bin Simon, ein leicht übergewichtiger Mit-30er, der vor einigen Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht hat und Fliegenfischenlehrer geworden ist. Doch von dem einst wilden und aufregenden Typen von früher sind heute nur noch die langen Haare übrig. Und auch wenn die langen Haare mittlerweile super beim Nachwuchs ankommen, so gibt es einige kritische Stimmen in meinem Umfeld, die sagen, Simon, du musst mal wieder zum Friseur. Du siehst ja, ich habe sehr lange Haare, ja? Die sind ungefähr so lang und ich brauche mir so Köder. Das Angeln brauche ich mir so Köder hier. Und meine Idee ist, ob ich aus meinen Haaren sowas bauen kann und ob ich damit einen Fisch fangen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wenn du mir die schneidest, dass du die nicht so kurz in Stücken, sondern so schöne lange Stücke, ja? Und ich muss aber auch noch meiner Frau in den Gefallen tun, das soll noch gut aussehen. Kriegen wir das? Ja, gut. Okay. So, Mensch, jetzt bin ich heute ein bisschen aufgeregt. Also Leute, ich bin gespannt, ob das Projekt Hecht auf Simon H. klappt. Wir werden sehen. Also Leute, jetzt bin ich auf dem Weg nach Rügen. Dort treffe ich mich gleich mit drei anderen Flyris-Mitgliedern, dem Marcel, dem Juri und dem Frederik. Und der Frederik ist ein unheimlich versierter Fliegenbinder. Bei dem habe ich die ganz große Hoffnung, dass der mir richtig schöne Hechtstreamer aus meinen Haaren bastelt, mit denen ich dann nachher eventuell wirklich ein Hecht fangen werde. Wir werden es sehen. Also, Frederik, ich habe dir erzählt, ich würde da gerne einen Angelköder draus bauen. Und da du deutlich besser bindest als ich, wollte ich dich fragen, ob du mir da so ein, zwei Fliegen draus binden kannst. Meinst du, schaffst es? Also ich sag mal so, es wird eine Challenge, aber machbar ist das, ja. Okay, ich bin gespannt. Danke dir. Das fühlt sich richtig komisch an. Unsere Köder beim Fliegenfischen auf Hecht haben tatsächlich mit normalen Fliegen oder Insekten eigentlich nichts mehr zu tun. Was wir mit unseren Ködern imitieren wollen, sind kleine Brutfische oder auch einfach nur Reizfliegen. Um diese Köder selber herzustellen, brauchen wir ein paar Sachen, unter anderem natürlich den Haken, einen Bindestock, um den Haken festzuhalten, verschiedene Werkzeuge zum Tüfteln und verschiedene Materialien, unter anderem sowas wie Lametta hier oder Naturprodukte. Da kommt jetzt in unserem Fall das Haar von Simon zum Einsatz. Außenstehende muss das mega weird sein. Immer ein bisschen eklig. Wir von Flyris bieten jetzt übrigens auch deutschlandweit Bindekurse an. Da lernt ihr Fliegen herzustellen, die wahrscheinlich so ähnlich aussehen. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob die Fliege uns Fisch bringt. Aber bevor es jetzt mit der ominösen Haarfliege ans Wasser geht, möchte ich euch erst nochmal meine drei Kollegen vorstellen, mit denen ich hier unterwegs bin. Zuerst gibt es da den kleinen Marcel. Marcel ist nicht nur ein leidenschaftlicher Fliegenfischer, sondern auch ein herausragender Koch. Ich meine, die geilsten Rouletten, die es überhaupt gibt hier. Auf Rügen. Beziehungsweise eine Hechtfrikadelle. Note von 1 bis 10 für Hecht mega, oder? Alter Schwede. Ja. Mega geil. Ja, und schön singen kannst du auch, Marcel. Aber nun lass mal gut sein, weil Juri schämt sich schon. Aber Juri braucht hier gar nicht so einen auf Chinant machen, weil in Wirklichkeit hat's der Typ faustdick hinter den Ohren. Also Juri, sag mal, was geht gerade so in der Tinderwelt ab? Alter, hier auf Rügen
wegkommen hätte, total schade. Nach 6 Mal nach links swipen war einfach keine mehr da im Umkreis von 50 Kilometern. Aber unser Rügen-Romeo hier hat nicht nur flotte Sprüche drauf, sondern kümmert sich auch herzlich um seine Gäste. Und den Frederik habt ihr ja vorhin schon kennengelernt. Aber leider ist unser Freddy als kleines Kind mal dolle vom 1-Meter-Brett gefallen. Seitdem hält er sich immer wieder für einen polnischen LKW-Fahrer. So, Pavel, verstehst du überhaupt, was wir hier gerade sagen? Verstehst du uns, Pavel? Auto so, ich so, gut fahren. Wann er jetzt der polnische Trucker und wann der sportlich smarte Student ist, ich glaube, das weiß er manchmal selber nicht so richtig. Auf jeden Fall ist unser Freddy ein richtig guter Fliegenfischenlehrer, der sich einfühlsam um seine Gäste kümmert und natürlich auch im Wasser stets eine super sportliche Figur abgibt. Super, Junge! So, jetzt haben wir aber auch genug rumgelabert. Jetzt geht's mit unserer Haarfliege auf ans Wasser. Unsere Gäste sind gerade abgehauen. Heute steht die Challenge an, Echthaarfliege versus Kunstfliegen. Mama und Papa hier vorne fischen mit Simons Haarfliege. Und die Kinder hinten kriegen die Kunstfliegen in die Hand gedrückt. So, nach 3 Tagen intensivem Guiding ist man natürlich auch heiß, endlich mal zu fischen. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Wir probieren es heute mit regulären Fliegen. Ich weiß ja nicht, ob man auf Simons Haare was fangen kann. Deshalb hänge ich mir sowas dran. Schön natürlich. Mal schauen, ob die Hechte Hunger haben. Yes, hab einen. Mensch, Juri, das ging aber wirklich schnell. Und die Fliege der Wahl, du kannst ja mal in die Futterluke filmen, war natürlich nicht aus Simons Haaren. Damit steht es natürlich 1-0 für das Team, nicht mit Simons Haaren fischen. Geliefert hat die Fulling-Mill-Fliege. Und wenn ich ehrlich bin, also mit Simons Haaren, als ob da ein Hecht reinbeißen will. Ja, Mann. Nächster. Marcel, Digga, das ist eine Maschine. Alter, was für ein Monster. Alter, Juri, das ging aber Schlag auf Schlag bei dir. Wahnsinn. Guck dir mal die schöne Zeichnung an. Das kann man doch schon mal am Boden hechten. Ei, ei, ei. Das ist mal ein Monster. So wie wir sie vom Boden kennen. Schöne Ding, Alter. So, Nummer 3. Und wie man sieht, mal wieder nicht auf Simons Haare. Kein schlechter. Du kannst weiterlaufen. Okay, also wir hatten genug Haare für mehrere Fliegen. Team Juri und Marcel fischen ohne die Echthaarfliege. Die fischen mit den normalen Ködern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier die größeren Hechte fangen werden. Fisch! Guter Fisch! Das auf die Haarfüge. Ich enttäuscht. Ich dachte, hier gibt's keine guten Fische. Super, cool, klick uns. Direkt noch so ein Groß auf deine Haarfliege, Simon. Das auf die Haarfliege. Holy shit.
An diesem Tag hatten wirklich alle gut gefangen. Außer ich. Und selbst der Frederik, der ebenfalls mit der Haarfliege gefischt hat, hat 2 richtig große Fische gelandet. Aber wenn du etwas ganz doll willst im Leben, stehst du dir ja häufig selber im Weg. Deswegen heißt es jetzt erstmal Pause machen und Kaffee trinken. Also schlucke ich meinen Ärger erstmal runter und lass den Hohn und Spott meiner Jungs über mich ergehen. Als Zwischenfazit von uns, also ohne Simons Haare läuft es auf jeden Fall sehr gut. Marcel ist da hinten noch fleißig am Fischen. Wir sind on fire, es geht wirklich fast Schlag auf Schlag, von daher nicht lang schnacken und weiter fischen. Ja, da ist er. Nice, Alter, richtig schöner Fisch. Boah, was für ein schöner. Guck dir mal die schöne Zeichnung an. Und natürlich mal wieder nicht auf Simons Haare. Oh Mann, Juri, lass das bloß nicht Simon sehen. Schöner Hecht, schön aus dem Boden, wunderschön gezeichnet. Ja, hey Junge, Petri! So Leute, kleines Zwischenfazit. Geiler Angeltag bis jetzt. Ein paar schöne Fische gefangen. Einen haben wir den Kiemen erwischt. Falls ihr es nicht wisst, ich bin Koch und ich zeige euch jetzt, dass man richtig Gutes daraus kochen kann. Fly Rig. Herzlich willkommen in meinem Reich. Ich zeige euch jetzt, was wir mit dem Hecht machen. Und zwar haben wir einen Hecht aus der Papillote mit Rahmpolenta und Piperonata. Hecht in der Papillote bedeutet quasi in Backpapier gegart. Einfach eine relativ schonende Garmethode. Dazu gibt es Rahmpolenta, das ist Maisgrieß. Und zum Schluss gibt es dazu eine schöne Meerrettichsoße. So, als allererstes filetieren wir die 2 Hechte. Die packe ich dann gleich in Backpapier ein und gar die dann quasi, wie ich es euch eben erzählt habe. Jetzt fange ich an, den Hecht in Portionen einzuteilen, damit der perfekt in die Papillote reinpasst. Ohne als Vorbereitung für die Papillote. Jetzt nehme ich mir die Butter, schneide die in Scheiben, damit wir die gleich schön auf den Fisch gleich drauflegen können. Das ist jetzt eine Gewürzmischung, die man natürlich auch zu Hause selber machen kann. Aus Senfkörner, Fenchel und Pfeffer. Als nächstes nehmen wir das Backpapier, legen uns eine schöne Zitronenscheibe rein, ein Stück Hechtfilet, würzen das, unsere Senfkörner-Fenchel-Mischung, eine Prise Salz und ein kleines Stück Butter. Zum Einwickeln einmal hochgeladen, dann wird es quasi umgefaltet, wie im Schulbrot. Einmal umgeklappt und fertig ist unsere Papillote. Als nächstes mache ich die Meerrettichsoße. Heißt, ich nehme Butter, löse die auf, mache Mehl drauf, mache quasi eine Mehlschnitze oder französisch Roux, mache kalte Brühe und kalte Milch drauf, lasse das binden. Als letztes kommt jetzt natürlich der Meerrettich noch rein in die Soße. Damit wären wir dann quasi fertig. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja, und während Juri und Marcel hier schon lecker Hecht futtern, bin ich immer noch krampfhaft auf der Jagd nach meinem ersten Hecht auf die Haarfliege. Also Leute, so ein bisschen skeptisch bin ich ja schon bei der ganzen Nummer. Ich will es aber durchziehen und versuchen wirklich die ganze Zeit nur mit dieser Fliege zu fischen.
Ich hoffe, mir fehlt nicht die Geduld, dass ich dann irgendwann zwischendrin durchwächst und mich dann ärgere und einen Fisch auf eine andere Fliege fange und dann mir sage, na, hättest du mal gemacht. Aber warum nicht? Ich meine, die anderen Hechtfliegen sehen ja jetzt auch nicht groß anders aus. Und ob jetzt Ziegenhaar oder Meinhaar, ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht anders. Schönes Fischchen, hey. Ja, schaut her. Wer ist sie? Frederiks Haarfliege. Ah, so ein genau. Erste Fisch auf die Simon-Fliege. Und hier, warte mal, meine Kamera, Vorsicht. Das sind meine Haare gewesen. Tatsächlich. Oh ja, Frederik, vielen Dank. So, und wenn ihr denkt, das war's schon, dann schnallt euch jetzt mal richtig an. Weil jetzt passiert was, das werde ich wohl mein ganzes Fliegenfischerleben nicht mehr vergessen. Guter Fisch, Frederik. Hey, juhu! Er zieht auch ganz gut, okay. Boah, was für ein Tier. Alter! Okay! Oh. Ah, yeah. Was für ein großer Fisch, ja? Echt ein starker Fisch! Auf die Haarfliege! Oh, Frederik, wir haben uns verdient, ey! Ui, 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 ui. Alter! Nein, Digga! Das ist ein Hecht! Was geht? Was geht, Frederik? Hast du das schon mal gesehen? Schon mal her? Ja, das habe ich schon lange. Weil das war jetzt ein Fluss, ich habe den voll. Das ist ein geiler Fisch. Schau mal, die biegt sich echt komplett bis ins Handteil durch, ja. Die Bude, ey. Was für ein Fisch. Mega. Also, werden wir sehen? Zieh den mal rein, ich blute, ey. Hm. Alles gut, Digga, wir haben es gleich geschafft, ja. Und geschafft. Schau her, da sind sie. Ja. Da kommen sie her. Dann lass mal dich mal gehen. Du bist einfach zu groß für die Küche und da gehörst du auch nicht hin. Leute, Wahnsinn. Schön, dass das Projekt geklappt hat.
mit dem Haarhecht und dazu noch so ein großer. Hätte ich jetzt nicht sofort erwartet. So, Frederik, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung. Also, wir haben hier ein wunderschönes Produkt, das heißt Fliegenfischen Kurzurlaub mit Flyris, mit meistens netten Leuten, verrückten Fischerlebnissen, guten Essen, manchmal blutigen Fingern, aber jede Menge Spaß. Berühmte letzte Worte? Auto so, ich so, gut fahren. Macht's gut. Achso, wir machen ein Gewinnspiel. Diese Fliege hier, die wird jetzt abgemacht. Die verlosen wir. Was machen wir? Beste Kommentar unter dem Video. Wir erlauben uns das einfach auszusuchen, was der beste Kommentar ist. Er kriegt die Fliege zugeschickt. Schön voll geblutet. Macht's gut. Schönen guten Tag. Als nächstes haben wir hier die deutschlandweiten Fliegenfischenkurse von Flyris im Angebot. Falls Sie also ein kompletter Einsteiger sind und das Fliegenfischen lernen möchten, nichts wie hin auf die Website von Flyris. Dort können Sie auch ansprechende Gutscheine einnetzen. Und für alle, die bereits Fliegenfischer sind, wird im Rahmen der Kurzurlaube Mittagessen am Wasser serviert oder auch gerne mal ein Kaffee oder abends Räucherfisch oder eine Fliege für Sie gebunden. Oder... Das ist der letzte in meiner Gruppe, Entschneider. Ich brauche verdammte 90er. 90er, ey. Ich brauche verdammte 90er.